Hey Leute, willkommen zurück zu Wolfenstein 2. So, wir müssen jetzt erstmal das Atom-Sprengkopflager öffnen. Das ist da unten. Vielleicht sind wir diesmal nicht ganz so hart verwirrt wie in der letzten Folge, wo wir den Weg nun überhaupt nicht gefunden haben. Ich höre auf wen. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh, gleich zwei. Läuft bei euch. Drei. Aber wir haben eine Laserknarre, die fast leer ist. Ist er down? Gib mir deine Knarre. Nein, so doch nicht. Okay. Okay. Gib mir nochmal schnell ein paar Helme her hier. Wo ist der Dude? Der ist hier oben. Ja, komm, Panzer brechen und weg mit ihm. Wieso habe ich denn eigentlich die Laserknarre verloren? Als er mich da weggepokt hat. Ich habe schon mit gerechnet, dass hier irgendwas passiert. Aber holy shit, Mann. Drei von denen. Das ist amtlich. Ist der eigentlich voll? Ja, Limit erreicht. Aber hier ist nur überall Rüstung, ne? Ja. Die gute Robot-Rüstung. Noch mehr? Ja, ein paar Metallplatten. Wenn man das jetzt in der Third Person sehen würde, wie würden wir denn aussehen? Voll gehängt mit Metallplatten. Okay, Level verlassen. Grace, ich habe den Atomsprengkopf. Super, bringen Sie ihn dem alten Knacker. Seth, ich habe ihn schon gebrieft. Vorsicht, Riese, der ist empfindlich. Was ist? Schauen Sie mich mal an. Sie sehen blass aus. Ist Ihnen übel? Haben Sie Fieber? Geht mir gut. Alles bestens. Alles bestens? Na gut, ich muss hieran arbeiten. Sie müssen sich ausruhen. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie vorher noch zu Grace. Sie ist in der Zentrale, in Carolines altem Zimmer. Knallharte Antwort. Ja, ach, ausruhen können wir uns, wenn wir tot sind. Ja, aber vorher soll ich noch kurz einen Gefallen tun. Alles klar. Sets Tagebuch. Die jetzt so wichtig sind. Ihr kennt ja, Texte lese ich nicht unbedingt vor, weil die einfach das Gameplay mir zu stark unterbrechen. Und Mann, es ist ein Ego-Shooter. Oh, Story. Sie sollten es wirklich langsam angehen lassen, Junge. Ja, ja, klar. Story ist aber bei einem reinrassigen Oldschool-Shooter eigentlich so nebensächlich. Wo sollten wir hin? Sprich mit Grace, da laufen wir im Endeffekt gerade drauf zu und hier sind noch 13 Enigma-Codes verfügbar. Okay. Also müssen wir nochmal in Sektion F oder was? William? Was? Ich habe das Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Was ist los? Sag doch was. Schau mich an, Anya. Den verdammten Blechmann. Wie soll ich dir da nahe sein? Ist egal. Wir finden eine Lösung, so wie immer. Hey, warum versuchst du es nicht wenigstens? Weil ich verdammt nochmal sterbe. Und je länger wir so tun, als ob alles okay wäre, desto schwerer wird es. In einer Woche liege ich unter der Erde. Das weißt du nicht! Kannst du jetzt in die Zukunft sehen? Tu nicht so, als wüsstest du Dinge, die du bestimmt nicht weißt! Nun, die Toilette geht. Reggie, bist du immer noch hier? Schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort. Der Hass-2-Hubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galveston, aber danach musst du improvisieren, Mann.
Abgefahren, Boss. Laskovic, gehen Sie zum Hangar und sorgen Sie dafür, dass Hass 1 bereit ist, klar? Nicht für dich da zu sein. Die Kinder nicht großzuziehen. Das ertrage ich nicht. Dann gib nicht auf, William. Ich werde dich nämlich niemals, niemals aufgeben. Egal, was passiert. Komm mit zu den Duschen. Wir ziehen dir dieses Ding aus. Ich wasch dich. Du stinkst. Wenn ich es ausziehe, falle ich bestimmt auseinander. Und nichts passt mehr zusammen. Ich muss weitermachen. Solange ich kann. Ach, Carolina. Ich hab's versaut. Ich hab sie gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte. Nicht sie. Ja, VJ Blazkowicz, der Metallmann oder Blechmann. Auch bekannt als Terrorblechmann. Wie geht's Ihnen, Captain? Bestens. Manchmal denke ich an meinen Hund Cosmo. Er fehlt mir. Italien fehlt mir. Deswegen starrst du die Decke an, ja, oder was? Soll das so leuchten? Er hat ein paar kleine Grafikfehler, das Game, aber wo müssen wir hin? Wo sind der Hangar? Das heißt, wir dürfen jetzt suchen? Ist kein Ziel markiert, ne? Wir müssen halt erstmal wieder kreuzen und wieder durch die Hammerfaust laufen. Na, Seth, was geht's? Kannst du nicht eigentlich unseren Robo-Anzug irgendwie pimpen oder so? Das wäre echt cool. Da schon mal nicht lang. Kantine, Helm. Rein vom Gefühl her würde ich sagen, ist es irgendwo oben. Muss ja, ist ja schließlich ein U-Boot. Oder besser gesagt, ja, es ist ein U-Boot. Club Wiesenau. Was los ist? Ich verlaufe mich hier, das ist los. Hangar, da ist er doch. Ich hab ja schon mal gesagt, das U-Boot ist wirklich der einzige Ort, wo ich mich ständig verlaufe. Das zählt. Hi. Mach dir keine Sorgen. Erinnert mich an den Bomben. Dann bringen wir den Vogel mal zum Fliegen, wie Grace es wollte. Und wie? Konzentrier dich auf die Aufgabe. Achso, indem man einfach aufladen. Ich brauche wohl mehr Strom. Mehr Strom? Ja, da muss ich einfach gedrückt halten. Nein, die Laserknarre ist leer. Ach so, wir müssen den mit der Laserknarre aufladen. Ja, habe ich jetzt auch kapiert. Ich brauche manchmal ein bisschen länger. 200 Kilowatt für einen Heli schaut mir jetzt ein bisschen wenig, ne? Willst du was mehrmals machen? Dem Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace wissen lassen. Also wieder zurücklatschen oder was? Wir laden erstmal die Laserknarre auf. Die brauchen wir bestimmt nochmal. Also wir sollen jetzt wieder zurücklatschen, den ganzen Weg, den ich eben nur per Zufall gefunden habe. Warum? Das war irgendwo unten. Und dann? Ich steche den Regimeschwein. Irgendwo hier? Nein. Da, wo ist es?
Wo waren wir denn da? Irgendwo da hinten, glaube ich. Dass einem das aber auch nicht gezeigt wird, wo man hin muss. Ah, Piggy mit der Disco-Kugel. Bombarde. Nee, Bombarde wollen wir nicht. Wir suchen Grace. Wo zur Hölle ist die denn gewesen? Sie sind echt knallhart, sie waren. Es ist tatsächlich so, dass ich mich hier grundsätzlich verlaufe. Was ist hier noch? Hey. Hi. Sammelbares. Okay. Was los, Hattie? Diese Strahlennarben auf meinem Bauch. Die jucken in letzter Zeit wie die Hölle. Es ist so schwer, mich nicht zu kratzen. Die haben doch diesen Wissenschaftler, Seth, glaube ich. Vielleicht hat er ja irgendeine Salbe. Okay. Peace. Ja, peace yourself. Immerhin, hier waren wir noch nie, denn hier sind noch Sammelkarten. Ah, jetzt wird mir auch mein Ziel angezeigt, verflucht. Da ist sie. Aufwachen. Fertig. Helikopter ist startklar. Danke, Mann. Zeit für eine kleine Versammlung. Hey, Max. Was hast du getan? Was ist hier los? Oh, Scheiße. Da kommt er. Gibt's was zu sehen? Himmel, Arsch und... Warum hat ihn keiner beobachtet? Hey, Fergus, sind beschäftigt. Keine Zeit zum Babysitten. Dann sperrt ihn doch zum Schwein. Wo ist das Problem? Max, mein Lieblingshemd. Scheiße, Max. Fergus, das ist nur ein Hemd. Das ist nicht nur ein Hemd. Ich hab's im Kind Lost bekommen. Du bist mein einziges. Okay, Leute. Lasst alles stehen und liegen. Jetzt machen wir ihnen die Hölle heiß. Herr Engländer, Sie haben Atomwaffen an Bord, wussten Sie das? Oh, deshalb hat nur eine gereicht, um Totenkopfs Basis dem Erdboden gleichzumachen. Wie sind Sie drauf gekommen, Sie Genie? Oh, Sie wussten es. Und haben nur eine benutzt? Erklären Sie mir das mal, Sie Vollidiot. Sind Sie echt so beschränkt? Verdammte Scheiße, Sie können nicht einfach wahllos Bomben auf Zivilisten abwerfen, Sie Knallcharge! Sie dumme Pissnäke, ich sag doch nicht, dass wir die einfach so über irgendwelchen Städten abwerfen. Sehe ich aus wie eine vom Regime? Nein. Ich würde sagen, Sie sehen aus wie ein scheißenspeiender Vulkan, der hier sowas von rumschreit, dass man sich nur noch die Ohren zuhalten kann. Tja, wenigstens sieht mein Gesicht nicht aus wie ein riesengroßer Analprolaps. Wenn ich allein schon Ihre Triefaugen sehe, kommt mir die Galle hoch. Verstehen Sie? Der Grund dafür, dass wir die anderen Atombomben nicht eingesetzt haben und dass Sie verdammt nochmal wirklich der letzte Vollidiot ist ganz einfach. Wir brauchen erstmal ein Ziel. Tja, und ich habe ein Ziel, und zwar ein verdammt gutes. Ein ausgezeichnetes sogar. Also pflanzen Sie sich, Sie verkackt saublöde Schottenschote. Also hier. Specie ist zurück in seine Heimatstadt Roswell in New Mexico, um alles vorzubereiten. Nun, durch Species Versteck gelangt man in einen Tunnel, der direkt in die streng geheime unterirdische Basis führt. Und dort experimentiert das Regime mit irgendwelcher außerirdischen Technologie. Roswell? New Mexico, sagten Sie? Das ist eine von uns. Was heißt das? Eine von uns? Ja, das wüssten Sie gerne, hm? Und dann schicken Sie Ihren Kumpels in Berlin verschlüsselte Nachrichten. Nein! Was zum Teufel macht die überhaupt hier? Grace, sie gehört zu den Guten. Sie gehört verdammt nochmal zum Regime. Was haben Sie gesagt? Diese Geheimbasis, von der Sie erzählt haben, sie wurde gebaut von den Dajichut. Einer unserer größten Unterschlüpfe. Ja, hier in der Nähe dessen, was jetzt Roswell, New Mexico heißt. Aber es gibt sie seit 1000 Jahren, lange bevor Amerika von Europäern unterjocht wurde. An diesem Ort befand sich Antigravitationstechnologie.
die das Blatt im Krieg problemlos hätte wenden können. Wir gewährten der US-Regierung Zugang, aber leider war es schon zu spät. Amerika fiel, das Regime bekam den Unterschlupf in die Hände. Scheiße, das wird Spashy nicht gefallen. Er dachte, es wäre ein Außerirdischer. Hat 47 Mal ein Schiff dort abstürzen sehen. Also was haben Sie damit vor? Schon mal vom Generalstab gehört? Ja, da sammelt sich die Creme de la Creme der Kriegsverantwortlichen. Das Regime hat ihn in ihren Unterschlupf verlegt, Zed. Was da auch ist, ist verdammt wichtig, denn die obersten Ränge der Führungsriege haben Berlin verlassen und sich in Mexiko angesiedelt. Und deshalb brauchen Sie das hier. Was in aller Welt ist das? Das ist eine tragbare Atombombe. Wir schalten den Generalstab aus, legen die Führungsriege lahm und destabilisieren das ganze gottverdammte Land. Dann wissen alle, dass wieder gekämpft wird. Blazkowicz, bereit machen. Ich schicke Sie nach Roswell. Hiermit. Roswell ist außerhalb unserer Reichweite. Wir setzen Sie also an der Küste nahe Galveston ab. Von dort fahren Sie nach Roswell, treffen sich mit Super Spash in Papa Joe's All-American Diner und platzieren die Atombombe inmitten des Generalstabs. Dann jagen Sie den ganzen Scheiß in die Luft. Ist klar. Okay, suchen Sie nach Papa Joe's All-American Diner. Dort treffen Sie Super Spash. Bleiben Sie in Ihrer Rolle. Ist klar, wir laufen hier mal querbeet durchs komplett besetzte Amerika mit einer Atombombe. Ja gut, kann man mal machen. Warum nicht, ne? Der Kokosclan ist natürlich auch am Start, warum auch nicht? Ich würde sagen, wir dürfen denen nicht zu nahe kommen, oder? So, wir sollen jetzt einen Diner suchen. Was ist da hinten los? Geil. So ein Ding würde ich auch nehmen. Irgendwie erinnert mich das an Mad Max. Also die Dinger erinnern einen mega an Mad Max. Also an die alten Filme, an den neuen habe ich noch gar nicht gesehen. Nee, lass mal. Können wir auch laufen damit? Können wir. Schaut euch an, wie ihr eure eigene Zerstörung feiert. Ich bin so froh, dass ich dem Land etwas Kultur gebracht habe. Kommandant Neidner? Richtig? Genau. Kultur gebracht, aber perfekter Gleichschritt da vorne. Jawohl. Wo ist jetzt der Diner? Nee. Du, nee. Nee, er kennt mich nicht. Gibt's hier eine Map? Und ist auf der Map irgendwas, wo wir... Ah, da müssen wir hin. Aber da ist auch noch irgendwas. Wir sind also mehr oder weniger auf der richtigen... Auf dem richtigen Weg? Schatten sehen komisch aus. Identität verifiziert. Einen schönen Tag in Roswell, Bürger Robert Fisk. Ja, Identität verifiziert, das ist nicht gut. Wenn die unsere überprüfen, haben wir ein dezentes Problem. Wie kommen wir da durch? Alles gut, Leute. Geh nur mit meiner Atomrakete spazieren. Genau, alles gut. Das macht man so zwischendurch, ne? Wenn man keinen Hund hat, den man Gassi führen kann, nimmt man halt eine Atombombe. Das macht man so. So, da kommen wir schon mal nicht durch. Wir müssen aber irgendwo da hinten hin. Gibt es hier denn irgendwo eine Tür, wo man durch kann oder so? Aber hier wird der Käfer noch gebaut. Käfer, Trabant. Aus wie ein alter Ford Pickup. Und ein Fallout. Buddy, T. 2. Grobe Richtung. Also da kommen wir auch nicht durch. Wir müssen da... Nö, wir standen genau davor.
Oh. Papa Joe's All-American Diner. Hä? Da ist es. Genau mein Ding. Wir sind ja schon da. Was hast du denn heute gelernt, Peter? Keine Ahnung. Sachen? Die neue Regierung lehrt dich wichtige Dinge, Peter. Was denn für Sachen? Oh, einen schönen guten Tag. Der bitte. Kanzler. Setzen Sie sich, ich bin sofort bei. Ein großer Out. Was darf denn sein? Wir schließen leider in Kürze. Das ist zum Mitnehmen. Mal sehen, ich nehme. Blaskowitsch. Specie weiß, dass Sie den Generalstab angreifen. Aber er weiß nicht, dass Sie eine Atombombe dabei haben. Das müssen Sie ihm sagen. Hallo? Komm, Peter, gehen wir woanders hin. Aber Mama, wir haben nicht mal... Aber! Oh. Bitteschön. Danke. Einen schönen Tag noch. Sieh da, eine Erdbeermilch, bitte. Oh, ich hoffe, Sie haben hier kein Feuer zu löschen. Sonst komme ich ein andermal wieder. Das Feuer kann auf jeden Fall warten, Kommandant. Eine Erdbeermilch, komm sofort. Feuerwehrmann, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Und Sie sehen germanisch aus. Arbeiten Sie in Wache 2? Bitte schön, Kommandant. Oh, vielen Dank. Also, zeigen Sie mir Ihre Ausweispapiere. Bitte. Muss das sein? Erdbeermilch, lecker. Das schmeckt mir in Amerika am besten. So einfach. Nur Milch und Eiscreme. Um den Rest der Karte werden Sie sich aber noch kümmern müssen. Ich glaube, sie sollte germanischer sein, ja? Ja! Kommen Sie aus der Gegend, John Smith? Hm? Geht so. Ich lese hier, dass Sie in Wache 6 arbeiten. Wo ist die denn überhaupt? Diese Wache ist mir gar nicht bekannt. Die ist geheim. Reden Sie. Kommandant, Sie werden vom Generalstab verlangt. Hat das nicht Zeit? Ich trinke gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Der Generalstab verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung. Bin schon unterwegs. Grundgütiger. Großer Gott. Sie sind das... Blaskowitsch, machen Sie die verdammte Tür zu! Okay, okay, okay. Bevor noch mehr von denen eine Nicht, dass ich Ihnen nicht vertraue, Blaskowitsch. Aber Sie könnten ja auch bloß eine Maske von William J. Blaskowitz tragen, unter der sich Ihr Weltraum-Echsengesicht verbirgt. Also, wie ist das verdammte Passwort? Sie gab mir keins. Na schön. Runter mit der Maske. Zeig mir dein verdammtes Echsengesicht. Super Spash-Waffe runter, sonst breche ich Ihnen den Arm und knipse Ihnen das Licht aus. Ich wusste, dass Sie es sind, Terra Billy. War nur Spaß, kommen Sie. So, willkommen in der Bodenkontrolle. Bin noch nicht dazu gekommen, hier ein wenig aufzuräumen. Das tut mir leid, dass... Der Scheiß hier ist echt gut. Das schirmt die Signale ab. Sehr effektiv gegen außerirdische Gedankenkontrolle. Wie geht's, Grace? Gut. Die kleine Abby? Absolut bestens. Mann, ich vermisse sie. Selbst, dass sie mir ins Gesicht pinkelt. Das vielleicht sogar am meisten. Kleine Stinkerin. Was machen Sie hier überhaupt, Super Spash? Das hier? Mein Vater und ich haben hier alle Hinweise auf die Vertuschungen der Regierung gesammelt. Keks? Nein. Okay. Ist schon mehr als 10 Jahre her. Sommer 47.
Hab in dem Jahr aufgehört, als Anwalt zu arbeiten. Und bin zur Schwarzen Revolutionsfront gegangen, nachdem ich dafür gesorgt habe, dass die falsche Mordanklage der FBI-Schweine gegen Grace fallen gelassen wurde. Damals hörte mein Vater den Polizeifunk und brachte mich nach Norden zur Murphy Ranch, wo wir dieses abgestürzte fliegende Untertassending fanden. Kurz danach stürmte das verdammte US-Militär rein und riegelte den gesamten Bereich ab. Irgend so ein Bullshit über einen Wetterballon. Alles nur Lügen. Denn wir waren schneller und hatten eindeutige Beweise. Hier, schauen Sie mal. Das Schätzchen hier habe ich von der Absturzstelle. Glauben Sie, das kommt von einem Wetterballon? Hier haben wir alles aufgezeichnet und überwacht, was das Militär im Schilde führt. Gebaut hat das hier mein Vater. Sie denken also, das war ein Raumschiff? Ich sag ja nicht, dass es eine fliegende Untertasse aus dem All war. Aber es war auf jeden Fall nicht von dieser Welt. Wenn Sie mich verstehen. Es ist alles miteinander verbunden. Wenn Sie der Kausalkette folgen, finden Sie am Ende diese geheime unterirdische Anlage 10 Kilometer östlich von Roswell bei Bottomless Lakes, Area 52. Dort hat die Regierung eine fliegende Untertasse abgefangen und die Leichen und die Technologie unterirdisch eingelagert. Alle waren beteiligt. Die FBI-Schweine, die Militärschweine, selbst das Präsidentenschwein höchstpersönlich. Schauen Sie doch. Area 52, Area 51, hier drüben Area 56. Überall im Südwesten. Nevada, New Mexico. Alles ein gigantischer Komplex, verbunden durch unterirdische Zugtunnel. Hier, sehen Sie die Bilder an. Plasmawaffen, Gedankenkontrolle, Antigravitation. Und nachdem unsere feige Regierung vor den Regimeschweinen kapituliert hatte, schnappten unsere neuen Anführer die Basen und machten eigene Experimente, um ihre Ideologie voranzutreiben. Hier, schauen Sie. Das ganze Ding ist die Area 52 Militäranlage. Hier oben haben die Regimeköpfe den scheiß Generalstab eingerichtet, wie man sehen kann. Hier darunter liegt das Gewölbe voll mit dieser ganzen abgedrehten Technologie. Alien-Scheiß, das ist alles da unten. Also, ich hab's selbst nicht gesehen, aber es ist da. Naja, was auch immer da ist, das sind keine Marsianer. Okay, in Ordnung. Niemand weiß genau, mit welcher Art von Technologie wir es zu tun haben, aber höchstwahrscheinlich außerirdisch. Das sind keine Aliens, Z hat gesagt... Woher wollen Sie das wissen? Sind Sie jetzt ein Scheiß-Experte für Außerirdische? Nun, ich war verdammt lang Anwalt und ich weiß, wie gottverdammte Verschwörungen aussehen. Also, ich will ja nicht sagen, dass es Außerirdische sind, aber es sind verdammt nochmal ohne Zweifel Außerirdische! Also, in diesem Feuerlöscher habe ich eine Atombombe. Okay. Ganz ruhig. Wollte Sie nicht verärgern. Grace meinte, Sie kennen einen Weg in den Generalstab. Bringen Sie mich rein, dann springe ich mit dieser Bombe die Führungsriege des Regimes in. 1000 Stöcke. Ja! Ja, na klar! Das klingt so gut. Ich helfe Ihnen. Mein Vater hat diese Tunnel zum unterirdischen Zugsystem gegraben, das all diese Geheimbasen verbindet. Der hier führt bis zur Area 52 Güterzugverladungshalle. Perfekt. Also, packen Sie die Bombe in diesen Rucksack. Sie brauchen Ihre Hände zum Schießen. Okay. Viele Regimesoldaten da unten. Und andere Dinge. Also, ich bleibe per Funk in Kontakt und helfe Ihnen. Hey, viel Glück, Blazkowicz. Genau, er will nicht sagen, dass es Außerirdische sind, aber es sind ohne jeden Zweifel Außerirdische. Durch diesen Tunnel kommen Sie direkt zur Güterzugverladungshalle von Area 52. Am schnellsten geht es, wenn Sie auf einem dieser Züge mitfahren. Der Typ ist schon ein bisschen hart verstrahlt. Okay, wir können uns weder ducken noch sprinten. Kein Wunder in diesem Tunnel. Ja, aber sind die Zwischensequenzen noch länger und noch häufiger, hätte das ganze Game auch ein Film sein können. Caroline, hören Sie mich? Ich werde immer schwächer. Ohne Ihre Flügel würde ich fallen.
So schwach sind wir doch gar nicht. Wir müssen weiter durch die Minen, aber das machen wir erst, irgendwas ist da vorne sogar, beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.